Liebe Genossen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Unser Kraftwerk hier macht Fortschritt, ihr seht es. Das Gebäude ist schon richtig zu erkennen. Wie weit sind wir hier? Ja, fast, ja, halb, würde ich mal sagen. 200 Arbeiter auch knapp auf der Baustelle. Es geht hier echt gut voran. Was ist eigentlich hier mit der Brücke? Aber da sehe ich ja auch schon. Das ist auch okay. Da geht es auch voran. Der Turmdrehkran beschäftigt sich, glaube ich, mit der Brücke und nicht mit dem Kraftwerk. Na gut, dann soll es so sein. So, was wir aber langsam mal tun könnten, das habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Hier endlich mal Ingenieure und Arbeiter hinbringen, die dann hier ja, arbeiten. Dafür haben wir extra diese Busplattform gebaut. Und wie sieht es denn aus mit unseren Arbeitern? Angeblich 100 Arbeitslose, hier warten 50, hier warten 30. Ja, wir müssen schon zwei weitere Busse einsetzen. Zu diesem Zwecke hilft nichts. Das heißt, wir greifen wieder hier auf das Depot zurück und gönnen uns. Gibt es inzwischen mal neue? Das könnten wir auch mal überprüfen. Mal Kapazität. Ach ja, richtig, die Schlenkerbusse gibt es ja jetzt. Die sind langsamer. 135, aber ich glaube, die sind ja wirklich... Aber für den Zweck... Ah, Icarus 260. Auch langsam, aber 98. Ja, wobei diese 55 Passagiere ist schon ganz nett eigentlich, ne? 82. Wir werden mal den Icarus einsetzen erstmals. Das finde ich ganz gut. Kaufen wir mal zwei davon. Und wir bringen einen von Bahnhof hier hin. Genau, beladen, das Übliche. Entladen und dann hier hin. So. Okay, Start. Und den anderen, den lassen wir fahren vom Busbahnhof. Mit denselben Einstellungen. Ebenfalls Start. Dann werden jetzt hier die ersten Arbeiter hinkommen. Und endlich anfangen, Kernbrennstäbe zu, ja, wie nennt man das, herzustellen. Hier übrigens sehen wir die Container doch im Außenlager. Er hat offenbar so ein internes Lager. Das geht bis 4 Tonnen oder 4,5 Tonnen. Und dann wird das im Container gelagert. Vermutlich auch die Kernbrennstoffe oder zumindest die abgebrannten, die man dann irgendwie loswerden muss. In ein Lager oder in ein Endlager, in ein Zwischenlager oder man kann sie auch exportieren für Geld, was man dann dafür bezahlen muss. Okay, das wäre jetzt erstmal getan. Die nächste Überlegung in dem Zusammenhang ist, wo eigentlich hin mit dem Strom, den wir da so toll produzieren. Und da habe ich tatsächlich jetzt erstmal geguckt, die Optionen sind gar nicht so vielfältig, denn wir haben schon einiges, hier kann man keinen Strom, das ist schon angeschlossen, da hinten, da sind wir schon dran, da gibt es keinen Stromexport. Der einzige Ort, den wir noch anschließen können und sollten, ist dieser hier. Und zwar mit einem mit einer direkten Leitung, würde ich dann sogar vorschlagen. Kann man eigentlich hier rüber? Vorbei? Auf jeden Fall müssen wir da irgendwie hin. Alles andere ist zu weit entfernt. Das rentiert sich meines Erachtens nicht. Aber da sollten wir hin. Ich weiß das gar nicht. Ich habe noch nie probiert, das irgendwie zu kreuzen. Wir gehen mit dem Maximum dann raus, natürlich, was geht. 15, ja, kann man kreuzen, kein Problem. Ja, okay, dann machen wir das mal, ne? Dann müssen wir diesen, aber wir fangen mal vom Kraftwerk aus an. Das muss ja auch alles gebaut werden, diese Infrastruktur. So, da hinten wollen wir hin. Wie machen wir das? Wir gehen, ja, wir brauchen ja eine extra Leitung, weil die hat halt nur eine begrenzte Kapazität, das ist das Problem. Aber ich denke, wir ziehen die trotzdem parallel, ne? An der anderen lang. Sieht sonst irgendwie komisch aus. Wir machen das mal. Also, wir gehen hier raus. Und gehen mal
Vielleicht kriegt man das sogar so hin, dass es wirklich parallel wird. Indem wir hier den ersten machen und dann müsste es ja ungefähr hinhauen, ne? Naja. Ungefähr. Ja, geht schon. Wobei es natürlich ungewöhnlich ist, zwei Leitungen. Ja, machen wir auch hier den Zwischenschritt. So dicht nebeneinander zu sehen, aber es wird sich dann gleich trennen voneinander. Bis hier. Und wir gehen dann einfach geradeaus erstmal weiter. Wo ist unser Ziel? Da. Ist ein bisschen aus den Augen verloren. Wir könnten natürlich auch noch hier parallel gehen, das mache ich aber jetzt nicht. Jetzt gehe ich einfach hier quer über die Berge. Der kürzeste Weg ran. Das wird so ein massiv teures Projekt. Obwohl, geht eigentlich. 44 Stahl, 44 Tonnen Stahl. Das sollte für uns machbar sein. Ja, okay. Sehr gut. Auf geht's. Legt los. Also, 160.000, wenn wir es finanzieren würden, aber wir bauen es selber. Und das nächste Thema ist noch ein anderes, nämlich unser Kohlerevier, was wir hinten noch erschließen, das hat noch gar keinen Strom. Das habe ich immer noch komplett irgendwie vergessen. Und das können wir doch auch gleich mit einer eigenen Leitung bedienen. Wenn wir schon so viel Strom haben, finde ich, ist das in Ordnung. So, das heißt, wir fangen mal von hinten an mit dem Umspannwerk. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir es wirklich so positionieren, dass alles dran ist. Aber das geht gar nicht. Ah, das geht so, glaube ich. Aber kann man da was hinbauen? Ja, hier würde es gehen. Gerade hatte ich einen Zipfel gefunden. So würde es gehen. Ist wirklich alles mit dabei? Ich glaube ja. Das wäre natürlich spitze. Ist die Frage, ob wir den Weg darunter bekommen. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Ich platziere es mal. Und dann gucken wir mal. Ja, ich meine, es sieht ein bisschen komisch aus mit dem Felsen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es dann wirklich aussieht. Aber das geht auch da wunderbar ran. Okay. So, das war das. Dann brauchen wir... Brauchen wir Mittelspannungsschalter? Nein, wir brauchen... Was anderes. Wir brauchen hier ein Hochspannungs... Nee, ein Leistungstransformator. Das benötigen wir hier. Der kann ruhig ein bisschen ab. Den können wir hier platzieren. Das geht eigentlich. Straßenmäßig müssten wir da rankommen. Und auch da gehen wir mit einer Lehmstraße ran. Okay, und jetzt können wir unsere Leitung hier rüberziehen. Und die werde ich mal von hier mit rausnehmen. Der letzte Platz, den wir dort haben. Und auch hier, ach Gott, 18er Leitung ist das Maximum. Warum bin ich jetzt mit der 15er rausgegangen? Hm, das war jetzt natürlich doof. Aber ich lasse es. Komm. Jetzt nochmal das Neuziehen. Habe ich echt keinen Nerv. Das machen wir so. Na, gehen wir mal gerade raus. Und dann hier. Und dann hier runter. So, wo müssen wir hin? Wir müssen ja nicht direkt über den Gipfel, das ist auch so ein bisschen unauthentisch, glaube ich, würde man ja auch nicht machen. Ziehen wir das mal hier vorbei und dann da runter. Ist das okay? Ich würde sagen, ja, kann man machen. Gut, das nächste große Ding, was da gezogen wird.
Wir hätten es ehrlich gesagt deutlich günstiger machen können, indem wir von hier noch das hochziehen. Das hätte vermutlich von der Leitungsstärke auch noch gereicht. Aber wo wir jetzt mit dem Strom so ein bisschen asen können, sollten wir das auch machen, ne? So, dann müssen wir natürlich von hier noch nach da kommen. Aber das ist Gott sei Dank kein Problem. Und dann geht das seinen Gang. Sehr schön. So, ihr seid hier fleißig am Arbeiten, das ist gut. Dein Kollege fährt zurück, das ist auch gut. Läuft. Prima. Hier ist Treibstoff drin, das heißt, das kann jetzt genutzt werden. Das ist erfreulich. So, dann ist jetzt die große Frage, wie wir weitermachen. Ich will mich erst einmal noch ein bisschen um Erzfurt kümmern. Dann gibt es ein paar Sachen, die wir tun sollten. Und zwar als erstes, dieses Krankenhaus wird nicht mehr benötigt. Wir haben ja das Neue hier. Wir können die Rettungswagen einmal hier neu zuweisen. Das auch. Haben wir da schon mal zwei? So. Der ist noch nicht angekommen. Wir haben so wenig Patienten. Ich denke, wir reduzieren auch mal ein bisschen hier die Zahl der Mitarbeiter im Moment. Dann kaufen wir uns hier erstmal einen Helikopter und weitere Krankenwagen. Und zwar einer kommt ja noch, das heißt vier. Ich glaube, jetzt ist gerade aber einer gekommen. Dann noch den. Super. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar, alles klar. So, das heißt, das Ding kann jetzt eigentlich abgerissen werden. Das benötigen wir nicht mehr. Haben wir noch ein bisschen Platz, falls da noch was anderes Schönes hingebaut werden kann. So. Die Straße kann dann entsprechend weg. Und wir haben auch hier noch einen Fußweg, der auch nicht mehr so nötig ist. Den können wir, glaube ich, nochmal dann komplett anders machen. Machen wir daraus einen Ersatzbau und gehen da so ran. Ja. Okay, so, das Krankenhaus. Tja, hier hinten ist auch noch ein Fußweg. Das können wir, glaube ich, nochmal hiermit verbinden. Mhm, das gefällt mir. Und gibt es hier noch was zu tun? Nö, eigentlich nicht, ne? Das ist soweit erledigt. Treibstoff haben wir. Ah ja, das ist noch ein Thema, genau. Das will ich hier angehen. Dieser Stadt fehlen tatsächlich noch Verteilzentren. Und zwar eins für die HO-Gebäude und eins für Flüssigkeiten, damit wir hier selber verteilen können. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Das werden wir hier noch in Auftrag geben, definitiv. Das heißt hier Lager, kleines Vertriebsbüro. Aber die heißen nur klein, die sind nämlich gar nicht so klein. Kriegen wir das hier noch hin? Das wäre schön. Ja, eins kriegen wir hier hin. Schön schräg hier. Das gefällt mir. Ist das auch ein kleines? Ja, das ist ein kleines, tatsächlich. Und das andere platzieren wir dann hier auf diese Seite. Ja, oder hier vielleicht. Ja, hier passt es sich besser ein. Okay, gut. Das kann dann auch gebaut werden. Hervorragend. Dann wären wir hier deutlich effizienter noch. Hier habe ich aber tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass wir hier zu wenig Leute haben. Wir haben hier arbeitslos 3. Wir sind hier echt am Limit. Aber okay, ich sag mal so, wenn diese ganzen Baustellen erledigt sind, dann, ja, wir können vielleicht auch einen Bus in Richtung Stahlwerk reduzieren. Weil das Stahlwerk, ach so, habe ich das übrigens erzählt? Ich habe das Problem, nee, habe ich euch noch nicht erzählt. Ich habe das Problem mit den Gondeln gelöst. Ich habe die Seile einmal gekappt und wieder gebaut. Und dann ging es plötzlich wieder. Das muss irgendwie ein Bug gewesen sein, ja. Ja, das Stahlwerk, da arbeiten einfach zu viele Leute. Müssen wir einfach mal so sagen. Wir brauchen eigentlich nicht so viele Leute drüben aus Erzfurt. Und jetzt muss ich bloß mal die Linie finden. Ich mache das mal über diesen Weg. Ja, hier. ZOP Erzfurt, da haben wir schon die Linie. Zeig mir mal die Linie. Da haben wir 4 Busse. Boah.
Ja, das ist, glaube ich, zu viel, Leute. Ich meine, im Moment arbeitet das richtig gut, das Ding hier. Aber... Nee, das machen wir mal nicht. Wir schicken mal einen zurück. Ins Depot. Also mindestens ein, vielleicht sogar noch zwei. Das behalte ich ein bisschen im Auge. Wo haben wir das Depot? Irgendwo da hinten, ne? Ja, genau. So. Kannst komplett von der Linie entfernen, bitte. Wir kommen später darauf zurück. Ja, ich denke, also das ist einfach zu viel. Wir ziehen hier zu viel Arbeit aus Erzfurt. Wir brauchen natürlich nachher welche hier. Und das ist mir alles auch zu knapp hier. Mit null Arbeitslosen. Da bleibt irgendwas auf der Strecke, da bin ich mir sicher. Gut, dann haben wir uns auch erstmal um Erzfurt wieder gekümmert. So, dann will ich in Stralsund noch was Neues bauen. Und zwar, ich denke, wir sollten beginnen, mehr Güter hier national zu sammeln und zu verteilen. Und das nächste Ding wäre eigentlich ein Bitumen-Verteilzentrum. Ein nationales. Und das werden wir aber nicht so auf diese Art und Weise mit dem Export koppeln. Die Frage ist, darüber habe ich noch nicht hundertprozentig entschieden, man könnte es auch mit LKWs speisen. Ja, oder man... Das ist so eine Sache, ne? Bisher, wie verteilen wir die Bitumen? Das verteilen wir halt mit über diese Rückfahrten. Und das kann auch manchmal zu Problemen führen. Oder wir machen das wieder mit dem Stahl. Wir fahren erst hierhin und dann zum Export. Wäre auch eine Möglichkeit. Ist aber ganz schön umständlich. Aber anders kriegt man das auch nicht gut weg, ne? Obwohl, wir könnten einen kleinen Zug fahren lassen. Immer nur mit zwei Waggons. Der hier immer wartet bis entladen und dann immer zurückfährt und sich neues Bitumen holt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich guck mal ganz kurz neugierig. Was bringt hier unser Stahlzug? Einiges. Einiges. Aber wir sind hier auch gut bei 62%, aber das läuft. Das läuft, würde ich sagen. Mal gucken, ob er das auf 100% bekommt. Das sieht mich ja jetzt mal. Wenn, dann hat er eine Leerfahrt zur Grenze, aber das macht, ist auch kein Problem. Tja, ich denke, das werde ich so machen. Ja, wir werden hier einen, aber dazu müssen wir, das ist ein bisschen spezieller, da muss man gucken. Da müssen wir nämlich so eine Entladestation bauen, die ein bisschen komplizierter ist. Gucken wir uns das mal an. Und zwar... Öl, Kraftstoff, Laden, Entladen. Ja gut, das kennen wir schon. Und so kompliziert ist das auch nicht. Wir müssen halt bloß... Ja, wir müssen halt einen LKW-Zuweg dann zu dem Tank schaffen. Das sollte aber kein Problem sein. Wir müssen... Und wir müssen gucken, dass wir raus können. Da geht's rein, da geht's raus. Das sollte auch kein Problem sein. Und die Feuerwehrzufahrt muss funktionieren. Okay. Wir sehen aber, da hinten ist nicht geebnet. Da müssen wir tatsächlich nochmal nacharbeiten. Das muss jetzt eine große Ebene werden. Das ist halt hier schon so ein Megaprojekt, dieses zentrale Lager. Das ist auch ein ziemlicher Eingriff hier ins Landschaftsbild. Da wuseln sie wie die Ameisen. Gut. So. Jetzt mal überlegen. Wir brauchen natürlich dann auch wieder ein Verteilzentrum, ist klar. Ich hoffe, das passt dann da auch hin. Das haben wir hier mit den Straßen ein bisschen knapp gemacht. Eigentlich sollen die alle auf der anderen Straßenseite stehen. So war die Idee. Na gut. Okay, also nochmal das Ganze. Wir brauchen dieses Ding hier. Mit ein bisschen Platz für eine Feuerwehrzufahrt.
Na, gucken wir mal. Ich platziere es erstmal. So, und davon abgehen brauchen wir natürlich jetzt das Lager. Da ist die große Frage. Wo ist das am besten aufgehoben? Ja, vor allem brauchen wir natürlich jetzt hier auch Gleise. Hm. Die hier separat weggehen. Ja, müssen wir ein bisschen vorher anfangen. So. Kommen wir da rein? Ja, gerade so, das passt. Okay. Gut. Das können wir schon mal starten. Allerdings würde ich das tatsächlich dann auch erstmal wieder aussetzen. Weiß ich gar nicht. Das werde ich wahrscheinlich mit Rubel bauen, weil wir ansonsten hier das zu hart unterbrechen würden. Das Problem ist, wir müssen natürlich jetzt irgendwie mit erstens mit der Feuerwehrzufahrt da irgendwie hinkommen. Jetzt ist die Frage, kann man hier rüber? Nee, kann man nicht. Ja, ja, ja. Und das ist auch mit der Autozufahrt ein Problem. Genau. Könnte sein, dass diese Planung nicht so funktioniert. Hier können wir auch nicht rüber. Ich glaube, das ist nicht gut geplant. Wir müssen nämlich hier erstmal die Straße rüberführen. Hm. Ja, wobei, die Straße brauchen wir eigentlich gar nicht. Hier, wir können ja dieses Tanklager können wir ja bauen, wo wir wollen. Das kann ja auch sonst wo stehen. Das kann mit der Straße ja auch noch anders geklärt werden. Da können wir zum Beispiel hier rüber. Das würde gehen. Es ist nur diese komische Feuerwehrzufahrtenproblem. Aber die könnten wir auch damit anschließen. Das würde auch gehen. Also eigentlich funktioniert das. Okay. Dann lass uns dieses Tanklager mal planen. So, genau. Da muss das mit rein. Und wo ist jetzt die Straße? Die ist da. Ja. Kann das da eigentlich stehen? Das würde schon so funktionieren. Jetzt haben wir natürlich immer noch keine Feuerwehrzufahrt. Das Gebäude ist jetzt im... Ah, nee, wir kommen... Kommen wir da vorbei? Tatsächlich, dann geht's. Dann könnten wir die hinten rumführen, das würde gehen. So, okay. Das ist verbunden und jetzt brauchen wir eine Straße, die hier runterführt und das scheint auch zu funktionieren. Ja. Okay, prima. Dann ist nur die Frage, ob das zuständige Verteilzentrum... Erstens, ich glaube, für Bitumen brauchen wir dann ein großes. Das ist gar nicht so relevant, ne? Gar nicht so oft benötigt. Aber wer weiß, unsere Republik wächst. Ich befürchte nur, dass wir ein großes da nicht mehr reingepresst kriegen. Ja, meine Befürchtungen erweisen sich als richtig, aber... Nein! Wow, das passt ja gerade so. Ich hätte gerne noch eins reingepresst, aber das geht vermutlich nicht. Das wäre aber cool, ne? Eigentlich wäre es cool, wenn wir die Straße da anders gebaut hätten. Pass auf, ich glaube, ich plane das schon mal voraus. Also erstmal setzen wir das hier. Und dann bin ich echt am Überlegen. Ja, das, die Gleise da unten machen nicht mit. Aber wenn wir diese eine Straße... Nee. Ein kleines passt da noch hin, aber kein großes. Ja, ist auch nicht so schlimm. Wir haben auf der Seite noch Platz. Da gibt es noch Möglichkeiten. Das kriegen wir hier noch unter. Das ist kein Thema. Nehmen wir erstmal das und ich würde sagen, wir planen gleich mal schon ein kleines noch mit rein. Und dann nehmen wir, glaube ich, auch erstmal für diesen Zweck das kleine. Weil im Moment reicht es locker für das, was wir, glaube ich, an Bitumen verteilen. Okay, also platzieren wir das hier auch noch mit rüber. Ja, sehr schön. So, das heißt, ein kleiner Zug fährt hier rein.
lädt der Bitumen aus, bis das Ding voll ist irgendwann. Und dann können wir immer mit LKWs durch die Republik fahren und die Bitumen-Tanks beliefern. Ja, dann haben wir da eine so eine komplizierte Fahrt, können wir uns sparen. Okay, ich denke, das ist eine anständige Lösung. So, dann gibt es das nächste Problem, das nächste Thema, nämlich hier, das haben wir im Verschönerungsstream gesehen, reicht das nicht mehr, die Wärmepumpen hier für die Heizung. Leipzig ist so groß und bevölkerungsreich geworden. Wir sind hier bei 216% und hier bei 173. Wir müssen auf jeden Fall einen Wärmetauscher noch reinbauen. Vielleicht reicht nicht mal der. Ich will es aber jetzt erstmal. Das Problem ist, also, ich denke, ich werde erstmal einen hier in die Mitte reinbauen. Also so hier ungefähr. Oder hier hinter würde der auch passen. Dann entlasten wir den schon mal und den auch. Vielleicht reicht das schon. Wenn das nicht reicht, müssen wir noch in den Bereich irgendwas hinbekommen. Und das ist nervig, weil wir sehr weit weg vom Kraftwerk sind. Da dann ziemlich weit pumpen müssen. Wir fangen erstmal hier an. Und gucken mal, was wir da nehmen. Oder wo wir es platzieren. Ist nicht sehr hübsch, das hier reinzusetzen. Diese Fußwege sind aber entscheidend. Insofern muss das, glaube ich, hier hin. Mal gucken, wie das passt. Dort können wir schon, glaube ich, einiges mit anschließen. Heizung. Wärmetausche. Ja, auf jeden Fall sind wir da gut dabei. So rum am besten. Und ja, schaut mal, hier passt es. Hier passt es auch. Ja, wer hätte das gedacht? Es geht. Ist die Frage, ob wir vorne die Straße rumbekommen. Habe ich es jetzt platziert? Nee, habe ich nicht. So. Okay. Und dann Asphaltstraße. Das könnte noch ein bisschen nervig. Oh nee, das geht ja auch. Ja, super. Das geht alles einfacher als gedacht. So, und jetzt ist die Frage, wie legen wir die Leitungen? Also ab einem bestimmten Punkt, denke ich, werden wir wieder unterirdisch gehen. Vielleicht werden wir auch komplett unterirdisch gehen. Dann sparen wir uns das Ganze hier über diese Straßen. Oh ja. Wir brauchen ein zweites Krankenhaus. Für Uelzen ist auch noch so ein Thema. Also, lasst uns hier die Heizung. Big müssen wir, glaube ich, nehmen. Oder wir gehen hier erstmal normal raus. Genau, wir starten dann hier irgendwie. Ja, das finde ich ganz gut. Dann sehen wir auch noch ein bisschen, was los ist. Beziehungsweise wir können eigentlich das vielleicht erstmal bauen. In den Untergrundmodus. Kann man das jetzt direkt so durchziehen? Könnte man ja. Da das wirklich entscheidend ist, wie lange die Leitungen sind, werde ich das auch so machen. Okay, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr komfortabel geworden. Oh mein Gott, was war das für eine Fummelei? Und jetzt gehen wir da einfach ran. Ist ja herrlich. Okay. Auch das ist ein ziemlich teures Projekt, was viel Stahl kostet, aber Gott sei Dank produzieren wir Stahl nun selber. Wichtig allerdings für Leipzig das Ganze. So Leute, dann sind wir für diese Folge erstmal wieder ans Ende gekommen. Für die nächste Folge plane ich die Ausweitung unserer Produktion auf mechanische Komponenten. Es ist, glaube ich, an der Zeit, in der Richtung ein bisschen weiter zu machen. Hier sagt mal, was seid ihr immer noch nicht fertig? Das ist ja ewig. Kein Bauamt zugeordnet. Oh nee, ernsthaft? Daran hat es jetzt gescheitert? Das sieht übrigens hier komisch aus. Hier müssen wir was nacharbeiten. Gefällt mir nicht. Das müssen wir auf jeden Fall. Und das ziehen wir noch mal ein bisschen. Das sieht dann besser aus. Und bis dahin machen wir das auch mal im Selbstbau. Das ist ja doof. Also wirklich. Na gut, da wir jetzt eh noch nicht mehr aussehen, ist es jetzt auch nicht dramatisch, dass das noch nicht erfolgt ist. Hier allerdings, das können wir dann auch noch mal einbinden. Das ist ja jetzt fertig.
Hier muss ich, habe ich vergessen, hier wird beliefert. Das heißt, hier muss ich tatsächlich Asphalt machen. Das mache ich dann jetzt mal im Sofortbau. Und weil diese Knicks immer so hässlich aussehen, ziehe ich das hier noch ein bisschen weiter. Ja, dann sieht es besser aus. Das ist auch Quatsch. Und das auch. Okay, so, jetzt war ich eigentlich schon bei der Verabschiedung, habe aber noch ein paar Punkte gesehen. Ja, dann also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwald.